Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen XXL H&M Haul. Ja, heute kein Try-on Haul, denn es gibt nur Babysachen. Also ich habe einmal was für Henry bestellt und auch was für die kleine Maus, die noch nicht auf der Welt ist, aber schon jede Menge Klamotten bekommt. Ich habe nämlich bei dem H&M Sale ordentlich zugeschlagen und auch wirklich Klamotten in allen Größen bestellt. Alles, was ich süß fand und was noch verfügbar war. Ich habe auch extra alle schon aus den Tüten ausgepackt, weil das ja bei meinem letzten H&M-Haul ein bisschen kritisiert wurde, was ich aber auch verstehe, weil einfach dieses Geraschel nervt, wenn man sich ein Video anguckt. Deswegen habe ich das schon mal alles ausgepackt und die Preise blende ich euch ja wie immer ein. Ich würde sagen, wir starten auch direkt los mit Sachen, die ich für Henry gekauft habe. Hier sind übrigens so 3, 4 Sachen dabei, die ich im Store gekauft habe, also nicht online. Genau. Wie gesagt, starten wir mit einem Dreier-Set Pyjamas. Hier mit solchen Bärchen in Größe 92. Das müsste ihm jetzt bald passen. Die sind noch relativ dünn. Also sind jetzt keine richtigen Winterpyjamas oder so. Aber die sind super groß. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass hier keine Anti-Rutsch-Noppen dran sind. Aber trotzdem ganz süß. Und auch richtig praktisch mit Reißverschluss. Mal nicht mit Druckknöpfen. Wie gesagt, ist ein Dreier-Set, besteht aus dem mit Bärchen, hier in Blau und nochmal hier einen in so einem Beige-Ton mit 3 Bärchen dran. Fand ich auch sehr, sehr süß. Dann habe ich für Henry, ich weiß auch gar nicht, ob das alles jetzt für Henry, ja, also ich finde, das ist ja egal, ob Mädchen oder Junge, aber mal gucken, ob er jetzt alle Jogginghosen davon tragen wird oder er die Kleine auch noch was bekommt. Also es war auf jeden Fall so ein 5er-Pack mit solchen leichten Jogginghosen. Hier in Größe 98. Einmal in der Farbe hier. Auch sehr schön. Wie gesagt, die sind etwas dünner. Also jetzt für den Herbst ist es eigentlich nichts. Man kann aber auch eine Strumpfhose, finde ich, drunter anziehen. Dann in so einem ja, Beige-Ton mit schwarzen Pünktchen. In so einem Braun. Hier in so einem ja, Taupe, ich weiß gar nicht, ja, in so einem auch so einem Nude-Ton und nochmal in so einem hellen Ton. Aber ich finde die super gut vom Preis her, kann man ja auch echt nichts sagen. Dann habe ich für Henry noch so ein Zweier-Set gekauft, bestehend aus einem Sweatshirt, auch super süß mit den Hippos da drauf, in Größe 92. Wie gesagt, noch passend dazu eine Jogginghose, das war so ein Zweier-Set. Dann habe ich für Henry im Store schon mal für Weihnachten einen Weihnachtspulli gekauft. Der war im Angebot, hat nur noch 3,99 € gekostet und deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht, nehme ich mit. Und dann habe ich für ihn, das war so ein Zweierpack, ich weiß auch gar nicht, das hing zusammen. Hier steht 7,99 €. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich zusammengehört haben, aber Größe 92. Er braucht auf jeden Fall Oberteil und hier ist einmal so ein gestreiftes, super cute. Und hier nochmal mit so einem Waffelmuster in Braun. Auch sehr, sehr schön, finde ich. Und das letzte, glaube ich, was für Henry hier dabei ist, sind so Socken. Hier mit Winnie Pooh von Disney. Sehr süß in Größe 22 bis 24. Socken können wir nicht genug haben. Wir haben ja leider das Problem, dass Hector manchmal die Socken von Henry verschlingt. Ja, dann machen wir weiter für die kleine Maus. Da habe ich im Store für sie Söckchen gekauft in Größe 19 bis 21. Die haben nur noch 2,99 € gekostet. Die haben auch hier so Anti-Rutsch-Noppen in Herzform. Fand super süß, die Söckchen in diesen Pastelltönen. Und deswegen habe ich sie mitgenommen. Hier gab es nochmal ein Set, auch 19,21 € für 2,99 €. Und die haben halt so runde Anti-Rutsch-Noppen. Dann haben wir für die kleine Maus ein Zweier-Set gekauft, hier mit so einem Hasen drauf und einer passenden Leggings dazu. Das ist jetzt Größe 80, also da wird sie Ende nächsten Jahres, wahrscheinlich übernächstes Jahr erst reinpassen. Aber wie gesagt, wenn er schon günstig ist, dann kann man auch mal zuschlagen. Dann haben wir etwas in Größe 62, das fand ich so süß. Das ist ein Zweier-Set, so ein Sweatshirt, so eine Mintgrün. Und dazu passende Jogginghose. Und ich finde sie so cute, wirklich. Das ist einfach so, ja, für so ein Pampers Po gedacht ist. Sehr, sehr süß. Also wirklich.
Mich kann man echt aktuell durch die Hormone, ich finde alles so süß. Dann habe ich hier nochmal so ein Dreierpack bzw. ein Sechserpack, drei Sets bestellt, bestehend aus Wickelbodies und einer Hose. Also einmal Langarm-Wickelbody in so einem Cremeton, das alles in Größe 56 und dazu passendes Höschen. Wir haben schon gesagt, wir haben irgendwie das Gefühl, dass die Kleine kleiner als Henry auf die Welt kommen wird und dass ihr vielleicht 56 gar nicht passen wird. Wir werden sicherheitshalber ein paar Sachen noch in 50 holen. Aber ich finde so bei Hosen gar nicht so schlimm, die kann man ja da ein bisschen umkrempeln. Ja, dann ist hier einmal so ein hellrosa Ton nochmal. Ebenfalls, wie gesagt, Wickelbody und eine Hose. Und dann nochmal, ja, hier in so einem Altrosa. Wie gesagt, Größe 56. Dann habe ich noch ein Set für die Kleine in Größe 74. Das ist hier so ein, ja, Oberteil oder ja, fast ein Kleidchen ist das mit so Tiger oder Kätzchen drauf. Und dazu gab es so eine anthrazitfarbene Leggings. Wie gesagt, das ist Größe 74. Dann kommen wir zu etwas, was richtig süß ist, finde ich. Es ist ein Dreier-Set, bestehend aus einem Mickey-Maus-Body. Passend dazu eine Hose und das Allersüßeste, eine Mütze. Ich fand das so cute. Und das ist jetzt Größe 62. Ich denke mal, da wird sie im Winter reinpassen. Ja, und dasselbe Set, also nochmal so ein Dreier-Set, gab es auch nochmal in diesem Muster hier, auch mit Minnie Maus. Auch dazu passende Hose und das passende Mützchen. Ich finde das echt so cute mit der Schleife und mit diesem Mickey Maus. Ich finde, Henry hatte auch mal so eine Mütze gehabt, kann ich mich noch dran erinnern. Dann habe ich noch was im Set gekauft, auch so ein 6er Set, in Größe 74, aber bestehend aus einem Oberteil. Und passend dazu einer, ja, das ist keine Leggings, eher eine Hose ist das. Und dann gab es aber nochmal dazu nochmal so ein Oberteil. Und dazu eine passende Hose. Und nochmal ein Flieder. Und dazu passend eine Hose. Und das Gute ist, man kann sie alle untereinander matchen. Das finde ich echt sehr, sehr schön. Also man muss das Kind nicht Ton in Ton anziehen, sondern kann die Hose zum Beispiel mit dem Oberteil anziehen oder so. Oder auch anders. Also fand ich sehr, sehr schön. Das war, was habe ich eben gesagt, Größe 74, ne? Ja, genau, Größe 74. Jede Menge Sachen. Dann habe ich noch eine Jacke für die Kleine gekauft. In Größe 80. Ich habe mir gedacht, für 9,99 € kann man echt nichts sagen. Man kann die Kapuze ausziehen. Dann hat sie hier, das ist einfach so eine Übergangsjacke. Also die ist jetzt auch nicht sonderlich dick oder so. Aber fand ich, wie gesagt, süß und für 10 Euro. Dann haben wir ein Dreier Strampler-Set gekauft, bestehend aus so einem orangenen, da sind übrigens keine Füßchen dran, ja, in Größe 56, dann nochmal in so einem rosa mit ein paar Tieren drauf und nochmal in so einem gelb mit schwarzen Pünktchen, ja, mit Druckknöpfen. Dann habe ich für die Kleine nochmal Söckchen gekauft, 19,21 €. Das ist so ein 5er-Pack, fand ich auch super cute hier oben mit so Spitze. Ja, und die Farben fand ich auch sehr schön. Diese ganzen Pastelltöne finde ich so, so schön. Dann habe ich noch ein Set gekauft, bestehend aus so einem T-Shirt mit Miami drauf. In Größe 80 und dazu gab es eine passende Leggings. Ja, wird sie auch erst übernächstes Jahr tragen können. Aber lieber haben als brauchen. Dann habe ich nochmal so ein 2er-Mützchen-Set geholt. Das ist Größe 56. Genau, fand ich auch süß. Braucht man ja am Anfang immer so Mützchen. Das vorletzte, was ich geholt habe, ist so ein Kleidchen. Auch super süß mit den Zitronen und Orangen. Das ist hier Größe 86. Das kann man auch super dann mit einer Strumpfhose oder einer Leggings anziehen oder so. Und das letzte ist in Größe 92. Das dauert noch, bis die da reinpasst. Aber ich fand das auch so süß. Ein Leo-Kleidchen. Ich finde, Leoprint geht nie aus der Mode. Hat hinten so ein, ja, so einen kleinen Cutout. Und ja, finde ich auch super, super süß. Ja, das war's auch mit meinem H&M XXL Haul. Das ist echt jede Menge Sachen. Muss auch gleich erstmal alles waschen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Und damit ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpasst, einfach die Glocke aktivieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!